Heinz, du schon, ihr habt es auch schon gelesen, vielleicht in der Vorstellung der WordCamp-Website, abgesehen vom Schalter herreden, mache ich gescheiter hier tanzen, will boxen gehen und ein paar Gitarren stehen. Das braucht er herum. Ansonsten eine Online-Marketing-Agentur und wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema Website und Content-Produktion und brauchen daher sehr oft Google-Dienste und Google-Tools. Und relativ unterbelichtet, glaube ich, im Zuge der ganzen Diskussion rund um diese Facebook-Cambridge-Analytica-Geschichte, ist die Tatsache, dass Google wahrscheinlich, möglicherweise sogar noch viel mehr über uns weiß, als wir glauben. Und dass da ein zentraler Punkt, in dem man oft nicht reinschaut oder vergisst reinzusehen, das sogenannte Google-Konto ist, das im Grunde genommen verwendet werden sollte, wenn man verschiedene Dienste miteinander, also von Google nutzt und auch möchte, dass die miteinander sprechen können. Dann ist grundsätzlich rein mal aus Online-Marketing-Sicht oder aus Sicht des Website-Betreibers ein sinnvoller Weg, von einem einzigen zentralen Google-Konto aus die Dienste miteinander zu verknüpfen. Wir sprechen dann letzten Endes alle miteinander, AdWords mit Analytics, Analytics mit der Search Console, die Search Console mit Analytics, das Google My Business spielt eine Rolle und alles in der Mitte hält zusammen das sogenannte Google-Konto, das einige Überraschungen bereithält, wie zum Beispiel die Frage, wie wir die ganzen Geschichten überhaupt absichern können. Also es gibt im Google-Konto einerseits den Punkt Anmeldung und Sicherheit, da sehen wir, welche Aktivitäten wir mit den Geräten vorgenommen haben, ob irgendwas passiert ist, das auf Sicherheitsprobleme schließen lässt. Ich zeige das mal hier bei meinem eigenen Konto. So. Im Grunde genommen, dass man hier einen Sicherheitscheck machen kann, wenn ich jetzt mal kurz anwerfe, welche Apps haben Zugriff auf mein Google-Konto, können was tun, also in meinem Fall sind ganz sicher so Dinge wie AdWords und Analytics, aber auch der Google-Kalender kann logischerweise darauf zugreifen, mit welchen Geräten ich gesurft habe, auch das interessant zu sehen, was war das für ein Gerät, wo ist das verwendet worden, und genau. Und etwas melden können und sagen können, ich kenne dieses konkrete Gerät nicht. Dann, wie ich mich bei Google anmelden kann, sehr sinnvoll, gerade im Unternehmensbereich oder wenn Geld dahinter steckt oder man AdWords betreibt, dass man diese sogenannte Bestätigung in zwei Schritten aktiviert und nutzt. Bedeutet, manche von euch kennen das sicher, dass man eine App installiert auf dem Smartphone, wie zum Beispiel den Google Authenticator, der dann Zahlen produziert. Sechsstellige Zahlen, die man zusätzlich zum Passwort eingeben muss, die ändern sich alle 30 Sekunden und erst mit diesem Service kann man da ein Konto betreten. Selbst wenn jemand mein Passwort kennt, ohne mein Handy, das ich gleichzeitig habe oder brauche, lässt sich ein bestimmtes Konto nicht benutzen. Bei mir konkret schaut dieser Authenticator schon ziemlich angefüllt aus. Also ich glaube für 8, 10, 12 Services, inklusive Bitpanda und diese ganzen Kryptowährungsscheiße, benutze ich den auch natürlich, weil gerade da wäre es kritisch, wenn jemand anderer ein Passwort von mir kennt und damit alles zugreifen kann. Dann persönliche Daten und Privatsphäre. Jetzt wird es besonders angenehm. Nämlich, was sagt Google zu meinem privaten Themen, also abgesehen von Privatdaten wie Geburtsdaten, Telefonnummer und so weiter. Wie hat es ausgesehen mit meinen Google-Aktivitäten in letzter Zeit? Und da ist es so, dass bei mir nicht viel zu sehen ist, weil ich irgendwann einmal diese Web- und App-Aktivitäten schlicht und ergreifend pausiert habe. Das heißt, es werden immer noch Suchaktivitäten im Browser gespeichert, werden eben nicht mehr gespeichert. Also Google kann schon in einer gewissen Weise noch eine Historie von mir erfassen, aber die Daten werden mir zurückwirkend auf die letzten 10 Jahre gespeichert und verwendet. Jetzt, mir war es ein bisschen unangenehm, dass Google sozusagen alles weiß und nicht alles weiß und nach dem Schema, wenn man eh nichts zu verbergen hat, dann hat man nichts zu befürchten. Aber wir wissen zum Beispiel in China, habe ich vor kurzem gelesen, gibt es eine Bürgerbewertungsplattform jetzt, demnächst, oder das ist sogar schon im Gange, wo Bürger bewertet werden mit so Art Credits wie Cloud oder wie diese Services heißen, Peer
4 irgendwas, wo Leute bewertet werden, je nachdem, was sie tun und wen sie kennen und welche Zeitungen sie lesen und wo sie einkaufen gehen, bekommen die Punkte. Und abhängig von diesem Punktestand hat das dann einfach Auswirkungen auf so Dinge wie, dürfen die mit einem Zug überhaupt noch fahren in China? Können sie ein Zugticket online bestellen oder möglicherweise nicht einmal an der Kasse bestellen? Und das Allerschlimmste ist in China, dass es dann nicht nur das, meine Aktivitäten das Ganze beeinflussen, sondern auch noch die Aktivitäten der Leute, die ich kenne. Wo auch der Regierung klar ist, das sind Kontakte von mir. Also das heißt, ich müsste es die Leute beeinflussen und auf Regierungslinie bringen, damit ich normal als normaler Bürger dort leben kann und Zugtickets bestellen kann und alle möglichen Zeitungen lesen kann. Das heißt, so viel zu dem Thema, wenn ich Englisch zu verbergen habe, ist mir wurscht, was ich kann machen, was ich will, aber in Wirklichkeit möchte ich das nicht. Das heißt, Web- und App-Aktivitäten vorzustellen, habe ich mal gelesen, das sinnvoll, dem folge ich auch und das weiß Google, in der Zeitgeschichte relativ wenig von mir. Oder wo war ich überall? Mein Standortverlauf. Da gibt es immer noch ein paar mittlere Ergebnisse, die ich auf Leben gelassen habe, aus dem Jahre Schnee. Aber im Prinzip, zum Beispiel dort war ich irgendwann mal, am 17. Dezember 2013, da hat meine Tochter Geburtstag und ich wohnte in der Gegend halt. Okay, das lasse ich zum Leben für weitere Vorträge, aber im Prinzip habt ihr gesehen, dass die roten Punkte in mir sehr, sehr wenig sind und es kann bei einem und bei anderen von euch ganz, ganz anders aussehen. Also übersehen mit Punkten, um die man dann auch in der Zeitleiste ablaufen lassen kann. Und das sind alles Dinge, die ich möglichst ausgeschalten habe. Weitere Geräteinformationen, also Kalenderzugriffe, dann auch hier der Privatsphäre-Check, wo drinnen steht, wo ich regeln kann, zum Beispiel meine eigenen YouTube-Aktivitäten. Kurz gefasst, wo ich sagen kann, ich möchte, dass wenn ein Video hinzugefügt wird von mir zu einer Playlist, dass das auch alle Leute sehen können, dass ich das gemacht habe. Ich denke mal, es ist noch relativ wurscht, es soll den Leuten wurscht sein, ob ich das mache oder nicht mache. Also alles deaktiviert, dass Standortdaten bei Google Fotos rausgenommen werden, die modernen Digitalkameras und die Smartphones sowieso nehmen ja mit auf, wo man ein Foto gemacht hat. Das kann hilfreich sein, nachher beim Zusammenstellen einer Reise, dort war ich, da ist das Foto entstanden. Wenn es aber weitergegeben wird, ein Foto per Link zum Beispiel, kann man auch sagen, soll diese Standinformation entfernt werden. Weil das geht dann wirklich niemandem was an, wo konkret dieses Foto entstanden ist. Dann gibt es den Konto-Inaktivitätsmanager. Ich werde immer älter. Die Frage, was passiert denn wirklich, wenn ich tot bin? Also, wann bin ich tot? Aus der Sicht von Google, wenn ich ein Jahr lang nicht mehr eingestiegen bin ins Google-Konto und nichts mehr gemacht habe. Ne? Was soll dann passieren? Dann lässt sich ein zweiter Kontakt anschreiben oder wird angeschrieben, dass der das regeln kann. Der kann auf bestimmte Dinge Zugriff nehmen. Und Vorkehrungen treffen, Inhalte ändern, Dinge löschen, dann kann man nicht alles sehen, das kann man auch regeln, was da gezeigt werden kann, aber im Prinzip ist dieser Mensch dann plötzlich quasi mein Erblasser im Netz und kann meine digitalen Seiten schließen und Profile schließen und beenden. Ein interessanter Punkt, die Einstellung für die Werbung. Welche Themen interessieren mich und welche Themen interessieren mich nicht? Das wird grundsätzlich zusammengesammelt von Google. Mir mal vorgeschlagen. Also das sind Themen, die mich offensichtlich interessieren, die man dann auch noch selbst verändern kann und hinzufügen kann und entfernen kann. Und es gibt auch ganz gezielt die Möglichkeit zu sagen, dass Themen mich auf jeden Fall nicht interessieren, selbst wenn Google glauben sollte, das wäre so. Ich bin wahrscheinlich irgendwann einmal von Tennisschlägerwerbung überrollt worden, weil ich einen Fehler gemacht habe, bei Zalando auf eine Tennisseite zu schauen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nein, das interessiert mich gar nicht. Und daher habe ich das hinzugefügt, Tennis als kein Interesse. Aber da könnt ihr sehen, wie ihr von Google momentan grundsätzlich eingeordnet werdet. Und da sich nicht wundern, warum ihr bestimmte Werbungen ständig seht, die euch vielleicht eh nicht interessieren. Das Google Dashboard zeigt ebenfalls Dinge wie Suchanfragen, die man gemacht hat, weil man das jetzt zugelassen hat. Ich lasse es eben nicht zu. Und man hat auch die Möglichkeit, beim Dashboard wie bei Facebook sämtliche Daten runterzuladen und anzusehen. Das dauert auch eine Zeit lang, bis es erstellt wird. Man bekommt einen Link zugeschickt mit dem ganzen gezielten Paket
und dann viel Spaß beim Durchschauen. Das sind jetzt die ganz konkreten Links, die ich zusammengetragen habe. Zufälligerweise wie immer vor so einem Workshop oder vor seinem WordCamp war vor ein paar Tagen ein Artikel im Guardian, wo jemand das zusammengestellt hat mit der Information, was alles Google weiß. Da habe ich es rauskopiert, die Geschichte. Das sind die wichtigsten Links jetzt zum Thema Google-Konto, die Einladung der Person. Sollte was da nicht gleich funktionieren, weil das probiert es. Es kann sein, das habe ich auch erlebt bei meinem Browser, man muss zuerst gehen zum Google Mein Konto und dann wird der Link funktionieren. Möglicherweise nicht, wenn man gar nicht eingeloggt ist oder nicht sofort. Suchverläufe, der Suchverlauf bei YouTube, kann auch peinlich sein, totalisiert noch, kann man auch nachträglich regeln. Die Geschichte, die Frage, wo war ich überhaupt, also wo waren meine Standorte, wo hat Google festgestellt, dass mein Smartphone zumindest war und eben der Download sämtlicher Daten meinen Google-Produkten. So, ich habe für diese Website, für diese Session eine Website gemacht, in aller Geschwindigkeit, die heißt wordcamp2018.gelehrtbank.com. Das Theme ist, glaube ich, erkennbar. Sie sind auch der WordPress-Gurus. Welches Theme ist das, das verwendet wird? Na, bitte, kein Schummler-Workshop da. 2017. Eine fiktive Fitness-Website. Fit mit Anna, sie bietet Pilates an, Yoga, Ernährungsberatung und auch Meditation. Und da stellt sich wahrscheinlich die Frage, wie alle unsere Kunden zum Beispiel für die Website machen, welche Inhalte sollen denn auf der Website eigentlich veröffentlicht werden. Was ist die Zielgruppe? Das ist die erste Frage, was ist auch die Zielgruppe? Zielgruppe sind in jedem Fall Frauen im Alter von 25 bis 34, zufälligerweise. Wenn Leute beschließen, sich etwas zu kaufen, etwas zu buchen oder irgendwas zu machen, dann normalerweise ist das eine Reihenfolge, die in diese Schritte durchläuft. Zuerst einmal die Awareness Phase, das heißt, sich einer Sache bewusst werden, ich brauche etwas, ich suche etwas. Das kann bei Fitness sein, das Thema jetzt Bikini-Figur bekommen bis Sommer. Das kann sein, wenn man sich selbstständig macht, die Frage, wie geht das mit der Buchhaltung, wie geht das mit der Umsatzsteuer und so weiter. Und da möchte man einfach einmal Informationen sammeln zu dem ganzen Thema. Die Consideration Phase, also ich versuche ich weiß jetzt, ich habe ein Problem oder Anführungszeichen eine Aufgabe, die ich lösen muss. Ich versuche herauszufinden, wie kann ich dieses Problem lösen, wie kann ich diese Aufgabe lösen. Ich beginne zu recherchieren. Websuche, natürlich keine Frage, aber auch Leute fragen, aber auch in Social Media Netzwerken nachfragen. Ich entscheide mich für einen Anbieter, also sie bucht jetzt einen Fitnessstunden oder einen Kurs oder man findet einen Steuerberater oder Steuerberaterin der Wahl, wird dort Kunde und die sogenannte Deployment Phase, jetzt bin ich Kunde, ich suche nachträglich nach kaufbestätigenden Informationen, dass es gut war und wir leben nun einmal in der Selfie-Zeit und in der Influencer-Marketing-Zeit, dank Selfie und so weiter und schönen Filtern bei Instagram. Ich zeige mich auch, wie ich das Ding nutze. Also jeder Motorradfahrer hat mindestens schon 100.000 Fotos gemacht, wo er überall war, wo die Kisten überall steht, bei welchen Kurven. Und dann Empfehlung abgeben an Dritte. Die Frage ist jetzt, aber wie, mit welchen Inhalten kann ich diese Zielgruppe erreichen? Da gibt es eine Website, die stammt von Google, obwohl es von Google hier nicht vorkommt, die heißt consumerbarometer.com, wo man herausfinden kann, wie sich bestimmte Zielgruppen verhalten, was die Internetnutzung betrifft. Und das sind konkrete Umfragen, die gemacht werden und die von Google dann ausgewertet werden. Zum Beispiel das da. Die Frage, wie digital klug oder erfahren sind Leute jetzt in Österreich, wir haben drüber das AT stehen, das man wegschalten kann, das Land Österreich, zum Beispiel ganz generell, gemischt über alle Bevölkerungsgruppen, wurscht welches Geschlecht und welches Alter. Wenn man eine Information sucht, schaut man zuerst mal im Internet nach, zu 82%. Das Internet benutzt man ganz gerne und so weiter und versucht auch Dinge digital zu lösen. Das wäre mal eine Variante. Es gibt hier auch die sogenannten Filter, die man eintragen kann, wie zum Beispiel demografische Filter, Altersgruppen anzugeben, 25 bis 34. Jetzt verändern sich die Balken ein klein wenig. Oder Geschlecht auszuwählen, Balken verändern sich noch einmal. Und mit diesem Filter dann auch weitere Fragen durchzugehen und sich anschauen zu können. Zum Beispiel, wie wurde ich zum ersten Mal
auf ein Produkt aufmerksam, das ich anschließend gekauft habe? Oder wo habe ich oder diskutiere ich grundsätzlich über Produkte oder über Dienstleistungen mit anderen Menschen oder nur mit Netzwerken oder sonst irgendwas? Also wir sind hier in der Zielgruppe weiblich 25 bis 34 Österreicherinnen. Auf die Art und Weise kann man sich an das Bild einer Zielgruppe zusammenbauen, dass das im Augenkopf entstehen soll. Leider Gottes, gerade in Österreich, weil wir ein relativ kleines Land sind, ist oft die Antwort base too small. Zum Beispiel Altersgruppe 25 bis 34 weiblich und interessiert im Fitnesssektor in Österreich. Würde man jetzt gerne wissen, natürlich, wie suchen Leute nach lokalen Anbietern, lokalen Ereignissen, und dann gibt es immer als Antwort base too small. Das kann sehr oft passieren. Oder was waren denn die letzten Endes ausschlaggebenden Gründe, um ein lokales Angebot in Anspruch zu nehmen, base too small? In dem Fall würde man immer einen Filter wegnehmen und nachschauen, ab wo gibt es dann Zahlen und dann sagen, jetzt nicht so genau, aber immerhin. Zum Beispiel hier habe ich dann einen Filter weggenommen mit der Altersgruppe. Wir sind immer noch Österreich, Frauen interessiert am Fitnessbereich und sehen, also das Value ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss ganz klar erkennbar sein, dass das, was ich kaufe oder buche, mir tatsächlich persönlich einen echten Mehrwert bringt. Das heißt also für mich als Besitzer einer Website, die das jetzt anbietet, muss ich sagen, ich muss diesen Mehrwert irgendwie rausstreichen können. Und nicht mehr sagen, ich biete Yoga-Stunden an, es kostet so und so viel. Oder Pilates-Stunden. Weiterer Punkt, es muss relativ nahe sein natürlich zu meinem Wohnort. Dann gibt es Google Trends, haben wir vorhin gesehen haben, Thomas Kloss, wo wir auch Dinge anschauen können, die uns helfen können beim Finden von Inhalten für die Website. Zum Beispiel hier jetzt nicht der Vergleich WordPress-Joomla, sondern der Vergleich Yoga und Pilates Live. Yoga ist also wesentlich mehr nachgefragt als Pilates. Hier ist alles gleich rot, weil offensichtlich im Bereich Yoga dass die Nachfrage in allen Bundesländern prozentuell dieselbe ist. Wir haben dann bei Pilates doch eine stärkere Nachfrage im Bereich Wien oder auch Osttirol, also Tirol grundsätzlich und Vorarlberg, aber weniger in Oberösterreich. Und noch interessant dazu, leider Gottes gibt es auch schwachsinnige Ergebnisse, wie dass die Nachfrage nach der Gruppe Yoga 3 explodiert sind. Das können wir sagen, gut, schreiben wir eine Seite zum Thema Yoga 3 in unser Fitnessblog, aber wahrscheinlich ist das es nicht. Aber das ist die eine Sache. Und die zweite ist aber trotzdem, auch hier bei Google Trends einfach eine ganze Kategorie zu wählen und nachzuschauen, was diese Kategorie grundsätzlich aussagt. Das heißt, ich streiche diese Suchbegriffe weg und nehme bei der Kategorie Fitness. Wenn man dann runterscrollt, sieht man, was sind jetzt verwandte Themen, die Google als verwandte Themen identifiziert. Ich habe es noch immer eingestellt, glaube ich, einen strengen letzte 5 Jahre, da ist eh weit, und Österreich. Und was sind ähnliche Suchanfragen in diesem Bereich, um da eine Idee zu bekommen? Da werden sie immer noch eingegrenzt, eingeschränkt auf Pilates, also entfernen. So, jetzt ist es besser. Das sind Suchanfragen, die stark zugenommen haben in letzter Zeit. Und das sind verwandte Themen, aus denen wir wiederum sehen, dass für Google eben alles auf Produkte hinausläuft, also irgendwelche Activity-Trackers, aber die spielen eine Rolle. Das heißt wiederum, würde ich eine Fitness-Website anbieten und sagen, ich mache Kurse, dann würde ich in meinem Blog, den ich dort notwendigerweise verwenden müsste, das Thema Fitness-Tracker auf jeden Fall auch verwenden, das ist garantiert. Also zum Beispiel eine Empfehlung, eine Checkliste, sonst irgendetwas. Oder zumindest schreiben, gibt es Fitness-Tracker, die auch meine Yoga-Stunden irgendwie mittracken können, relativ bequeme Art und Weise. So. Und ich kann auch eingrenzen, bei Google Trends die ganze Sache, die YouTube-Suche, was dann auch sehr interessant ist, um hier herauszufinden, wonach suchen die Leute bei YouTube. Und das sollte dann auch Ideen liefern für die eigenen Inhalte. Eine Website, von der Google selbst vergessen hat, oder einen Dienst, von dem Google selbst vergessen hat, dass es nicht existiert, glaube ich, ist der Dienst namens Google Correlate. Der schaut so aus, und ich weiß gar nicht, warum ich das so sage. Ja, also Google aus dem Jahr Schnee. Und ich habe gleich hier aufgerufen, die Suche nach dem Begriff Weight Loss. Und zwar
zwar in den USA. Und die Idee hinter dem Google Collab ist, ähnliche Suchanfragen zu zeigen, die ein gleiches saisonales Suchmuster zeigen wie dieser konkrete Suchbegriff Weight Loss. Also welche Suchen gibt es sonst noch, die die Leute genauso machen in den gleichen Zeiträumen, genauso viel oder genauso wenig machen. Da sehen wir dann die Korrelationsfaktoren, zum Beispiel Losing Weight 0,9 Korrelation, also eine Suchkurve, die sehr nahe liegt, Body Fat Percentage, eine Kurve, die ebenfalls nahe liegt, dann immer ein bisschen weniger, weniger, weniger. Und der Hauptschmäh an diesem Google Correlates-Dings ist, ich kann aber diese Suche auch noch shiften um 1 oder 2 Wochen. Das heißt, welche Kurven sind so ähnlich wie die Suche nach Abnehmen oder Gewichtsverlust, nur passieren sie 2 Wochen später. So, also 2 Wochen später sagen die Leute, erstens einmal, ich will Proteine fressen offensichtlich, also Whey nimmt plötzlich zu. Oder wir sehen hier unten, no weight loss. Ist das nicht eine Sauerei? Ich mache jeden Tag 3 Liegestütze, 1 Sit-up, jeden Tag beinhart, ich weiß nicht, alles sieht und nehme immer nicht ab. Ja? Warum? Also 2 Wochen nach der Suche nach, wie ich eigentlich abnehme, stellen Leute die Frage, warum nehmen sie noch immer nicht ab? Das wiederum gibt genug Anlass für diverse Blogartikel für die eigene Website. Ihr könnt sowas auch machen für österreichische Verhältnisse, wie zum Beispiel hier Abnehmen. Und eben das Land auf Österreich einschränken. Also das sind Suchen, die jetzt in Österreich durchgeführt werden. Dass die Suche nach Abnehmen zeigt dieses Muster. Überraschenderweise will kein Mensch im Dezember abnehmen, aber dann ab Februar geht's los. Kannst du mal probieren bei Google Trends oder korreliert mit der Suche nach dem Wort Bikini-Figur. Die Suchen explodieren ab Februar bis ungefähr Juni, Juli und im Dezember, November interessiert sich niemand für das Wort Bikini-Figur. Aber da ist auch die Frage, welche Suchen oder welche Suchbegriffe zeigen ein sehr ähnliches Muster. Also auch da gibt es wieder viele Ideen für viele Blogartikel, also mit Kohlenhydrate, ohne Kohlenhydrate, die da in den Kopf kommen. Und die dann dazu führen, dass die Website eben immer besser wird, immer mehr und mehr auf die Zielgruppe abgestimmt wird. Wie überhaupt diese ganzen Google-Toilet-Suchen unter Umständen oder auf Trends das Bild einer durchschnittlichen Zielperson oder einer durchschnittlichen Kundin langsam entstehen lassen. Ja? Also es gibt diesen Marketing-Schmäh in Amerika entwickelt und auch in Europa zunehmend, eine sogenannte Persona zu entwickeln, also eine fiktive Person zu entwickeln, die nicht der optimale Kunde ist, sondern ein echter Kunde ist, aber wie Frankensteins Monster zusammengesetzt ist aus verschiedenen echten anderen Kunden, also von dem das Geschlecht und, oder von ihr das Geschlecht und von dem das Einkommen und von ihr die Hauptinteressen und die Einwände und die wichtigsten Wünsche und Motivationen und so weiter und dann eine Kunstfigur zu entwickeln und für diese Kunstfigur Inhalte zu produzieren, sei es auf der Website, sei es im Newsletter und dann auch die echte Besucher der Website zum Beispiel diesen Kunstfiguren, diesen Fiktiven, die sich schon voneinander kräftig unterscheiden, auch zuzuordnen. Und je nachdem, dieser Algorithmus dann feststellt, sieht die Person A auf einer Website andere Inhalte, dynamische Inhalte, als die Person B oder jemand, der Person B zugeordnet wird. Auch das ist ein bekanntes Phänomen oder bekannte Möglichkeit, bei Google zu suchen. Wie kann ich, und dann sieht man, was momentan die wichtigsten Suchen bei Google sind, zum Thema, die mit der Frage, wie kann ich beginnen. Also zuerst einmal geht es Kohle und dann geht es Schönheit. Das sind die wichtigsten Punkte. Wie kann ich Ripple kaufen? Ripple sind Kryptowährungen. Und dann, wie kann ich es wieder abnehmen und wie kann ich Bitcoins verkaufen? Ich glaube, diese Suche nimmt wahrscheinlich zu in letzter Zeit. Und hier gibt es aber nur Google-fremde Tools, die man nutzen kann, die ihr wahrscheinlich kennt. Über Suggest bietet uns die Möglichkeit, einen Begriff einzugeben und bekommen sofort eine ganze Reihe von Ergebnissen zurück, wie dann tatsächlich Leute suchen würden bei Google, geordnet alphabetisch, also Plusworte, die mit A beginnen und B, C, D, oder Answer the Public, das dann auf dem gleichen Schema vorgeht und das Ganze auch erlaubt für mehrere Sprachen. Gut, jetzt wissen wir was für die Zielgruppe oder haben Ideen bekommen und jetzt geht es um die Umsetzung entsprechend in unterschiedlichen Phasen in einer sogenannten Customer Journey. Also zum Beispiel in der Awareness-Phase einfach jede Menge Blogbeiträge zu schreiben zum Thema Abnehmen mit Kohlenhydraten, ohne Kohlenhydrate, Fitness-Tracker und so weiter, Pilates mit Yoga in Verbindung setzen,
oder vergleichen oder gegen anderen Methoden gegenüberstellen und so weiter, mit Grafiken zu arbeiten und so weiter, bis hin zur Entscheidungsphase, wo es dann schon um die Produkte geht. Also die Awareness-Phase zum Beispiel sollte eine entmilitarisierte Zone sein oder eine entkommerzialisierte Zone sein. Weil hier suchen Leute nicht schon nach Lösungen, sie wollen wissen grundsätzlich, nämlich nach konkreten kaufbaren Lösungen, sondern wissen, was sie grundsätzlich machen können oder sollen. Und da würde ich mich zurückhalten, schon mit Hinweisen, was ich alles mache und anbiete und wie viel es kostet. Jetzt zu den Tools für die Website bei Google. Die Google Search Console hat ein neues Kärtchen bekommen. Das war früher mal die Webmaster Tools, jetzt heißt es eben die Google Search Console. Und die kann, ihr dauert mir folgende Fragen zu beantworten. Erstens einmal die klassische Frage, wie rankt meine Website bei Google? Da musste man bisher immer viel Geld in die Hand nehmen und dann Tools bezahlen wie Sistrix oder Xovi, die einem das sagen. Ich würde aber gerne wissen, was diese anderen Tools nämlich nicht wissen, wie rankt eigentlich welche Seite mit welchen Keywords, wie hoch ist die Klickrate überhaupt darauf? Und all diese Fragen werden plötzlich beantwortet mit der neuen Search Console. Oder auch das Ranking zu vergleichen, mobile und Desktop-Sache. Wie meldet man sich an bei der Search Console? Es gibt mehrere Methoden, die da in Frage kommen können. Eine Variante ist, man trägt ein Meta-Tag ein in die Website mit einer bestimmten Zahlsuppe, das ist dieses String We Ask For von Google. Wer das Yoast-Tool benutzt, das Yoast-Plugin benutzt, es gibt eine Stelle, da kann man das eintragen und dann ist es schon drinnen. Oder man lädt eine HTML-Datei hoch, die man nur hochladen kann, wenn man Besitzer der Website ist und daher kann das Google dann dementsprechend finden und verifizieren und ein paar andere Methoden noch dazu. So schaut die neue Search Console aus. Es gibt einen Überblick über die konkrete Leistung, zurückgehen die letzten 3 Jahre sogar mit einem bestimmten Muster. Und ich kann mir in bestimmten Zeiträumen diese 4 Dimensionen quasi zeigen lassen mit den entsprechenden Messwerten, nämlich wie viele Klicks gab es, wie hoch war die Zahl der Impressionen überhaupt, also wie oft wurde diese Seite in einem Google-Suchergebnis gezeigt, was war da die durchschnittliche Klickrate und was war die durchschnittliche Position bei Google. Eine bisschen unangenehme Zahl, weil Position bei Google wo? Ja, wir wissen eh, das hat der Thomas auch gesagt, dass die Ergebnisse sehr personalisiert sind. Und wenn jemand in Wien nach einer Online-Marketing-Agentur sucht, dann wird er einfach andere Ergebnisse vorfinden als in Innsbruck. Es ist trotzdem google.at. Also ein bisschen die Frage, was für Position eigentlich gemeint ist. Schauen wir uns das ganz konkret an. Also ich glaube, dass das Anmelden bei der Google Search Console ein extrem Pflichtpunkt ist für Besitzer von Websites. Und was das auch mit SEO zu tun hat, das ist jetzt konkret. Mache die Hose auf sozusagen, die Search Console meiner eigenen Business-Website. Da ist mir zum Beispiel aufgefallen, im Zuge der Vorbereitung für diese Dreiviertelstunde, dass die Zahl der gefundenen Seiten bei mir extrem explodiert ist. Also jetzt sind es 441 gültige Seiten. Ich kann mir anschauen, ich klicke auf Indexabdeckung, das war hier ganz links die Indexabdeckung und dann sieht man eben, welche Fehler es gibt, was es an gültigen Seiten gibt, die Fehler schaut jetzt aus. Und in den letzten Tagen ist es eben explodiert von 274 im Schnitt Seiten auf gefundene 441 Seiten. Worauf deutet das normalerweise hin? Warum sollte jetzt ein Herzinfarkt haben eigentlich und im Spital liegen, um statt da zu stehen? Wenn man sowas sieht, so einen sprunghaften Anstieg, und wir haben nichts. Marius ist dachte, wir haben nicht 200 Seiten frisch angelegt in den letzten Tagen. Ja, normalerweise wurde man gehackt. Ja. Normal wurde man gehackt, kriegt das sonst nie mit, aber irgendwo im Verzeichnis wp-content/uploads/www.rolex-günstig.com hat jemand sich eingenistet und betreibt seinen Online-Shop für 3 Wochen unter der Obhut meiner eigenen Domain. Das heißt, in diesem Fall war es notwendig zu schauen, ist das passiert. Wir sehen da immer nur die letzten 10 Treffer, man kann aber umschalten auf 500 und dann einen kurzen Blick durchmachen und mir ist nichts aufgefallen mit Rolex oder Viagra oder Cialis oder gebrauchte BMW oder sonst irgendetwas. Aber offensichtlich, das habe ich dann weiter unten gefunden, das war sehr interessant und das wusste ich auch nicht, war, ist so etwas hier, dieses Ding da.
gibt es ja das da, so, Tesla, Chuck, ewigstadt.com/change/irgendetwas. Also plötzlich hat Google begonnen, meine Schlagworte zu Blogbeiträgen auch zu indexieren und aufzunehmen. Und das ist verantwortlich für diesen sprunghaften Anstieg. Und warum ist das passiert? Weil wir halt das Yoast-Plugin vor kurzem von Version 6 irgendwas auf 7 irgendwas gebracht haben. Da dürften die Einstellungen verloren gegangen sein. Dabei, also das müsste ich auch, schlage ich vor, auch zu kontrollieren bei euch. Und jetzt wurden die ganzen Schlagwortseiten aufgenommen in den Index, die zu der Tonausgabe bestätigt. Was ist da? Doch ausgegangen. Dass man die nicht aufnehmen soll. Und der Franz Enzenhoff hat das in der Früh gesagt. Also, Maßnahme dagegen, ins Yoast-Plugin reingehen, Schlagworte, also überhaupt alles kontrollieren und Beitragsformate und Schlagworte rauszuwerfen aus dem Index. Zweite Geschichte, genau, das ist eigentlich interessante Sache, jetzt geht es um das Thema SEO, sich anzuschauen, welche Früchte hängen eigentlich niedrig und mit welchen Worten kann ich relativ viel erreichen. Wir sehen hier über die letzten 3 Monate, es gab so und so viele Klicks, so und so viele Impressionen, und das waren ganz konkrete Suchanfragen, wo es Klicks auf meine Website gegeben hat. Und das waren ganz konkret Seiten, die dabei angeklickt wurden und aufgetaucht sind. Jetzt gehe ich wieder zurück zu den Suchanfragen und schalte dazu die Position, die durchschnittliche, und sortiere nach der Position absteigend, also seit Position 460. Das ist nicht so gut, machen wir es andersrum. Also, klar, für die Suchanfrage E-Werkstatt liegt auf Platz 1, das wäre alles andere, wäre ein Wunder, eine Frechheit. Erstaunlicherweise auch für hochauflösende Bilder. Große Überraschung. Meine Website hat mit dem nichts zu tun, aber wir haben einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, wie viele Impressionen und wie viele Klicks gab es denn da eigentlich für diesen Begriff? Nicht so viel. 7 Impressionen und sogar 0 Klicks trotzdem auf Platz 1 liegen. Angenommen, das wäre für mich ein wichtiger Punkt, angenommen, es wäre nicht so schwachsinnig, wie es momentan hier ist, sondern ein wichtiger Punkt. Was müsste ich tun? Ich würde selbst suchen nach dem Begriff hochauflösende Bilder bei Google, mir anschauen, wie schaut denn das Ergebnis aus, das da auftaucht, wo meine Website auftaucht. Wie schaut der Seitentitel aus und wie schaut der Schnipsel aus, der drunter auftaucht, und dann versuchen, den zu verbessern und dann versuchen, damit Klicks zu bekommen. Oder umgekehrt, ich schalte die Klickrate ein, ich schalte alles andere weg. Ich sortiere nach der Klickrate, absteigend, 100% 50, größere Seiten, Zeilenanzahl, 16, 17, das sind lauter gute Zahlen. Dann sich dazu anzuschauen, in welchen Positionen ist das Ganze erreicht worden. Und wenn man dann sieht, es gab eine hohe Klickrate, wie zum Beispiel hier WordPress-Kurs 20% und das nur auf Platz 3,9. Wie groß wäre dann die Klickrate, wenn ich es schaffen würde, auch nur auf 3,0 zu kommen? Also auch hier die Frage sich zu stellen, okay, und wenn jemand sucht nach Word-Abstand-Press-Abstand-Kurs, wie schaut dann das Schnipsel aus für meine Website und was kann ich tun, damit es noch besser rankt? Oder umgekehrt, zu schauen, wo gibt es niedrige Klickraten und wie sind da die Positionen der Worte dazu. Also bei 90 ist sicher, dass nichts passieren wird, aber da wird es immer interessanter. Klickrate 0, immer noch 0, scroll weiter runter. Von 99 wird die Pfeife drauf. Aber ihr wisst, was ich meine. Also zur Vergleichung, pro Suchanfrage oder auch pro Seite, wie liegen ganz konkrete bestimmte Seiten von mir, was haben die für Klickraten, auf welchen Positionen passiert das jetzt im Schnitt, das ist eine Mischung mit verschiedenen Suchanfragen, und was kann ich tun, um das zu verbessern. Und so bequem hat es bis jetzt noch nichts geliefert. Das ist die ganze Geschichte, die vor dem Betreten meiner Website passiert, Informationen, die ich eigentlich brauche zu machen. Genau, also hier einige Beispiele drin. Das heißt, mal anzuschauen, wie schaut die Vorschau aus, was kann ich tun, um die Vorschau zu verbessern, und nach einiger Zeit wieder reinzuschauen, hat sich verbessert, ist die Klickrate höher geworden oder ist die Position höher geworden. Google sagt übrigens neuerdings selbst sehr viel mehr zum Thema SEO unter diesem Link,
Also auch da ist sehr viel zusammengetragen, was man machen kann, um die Website suchmaschinenfreundlich zu gestalten. Es ist ein recht umfangreiches Papier. Früher hat Google extrem wenig gesagt, mach die Seite unidentifizierbar, bring super tolle Inhalte und schau, dass alles super positiv ist. Das war jetzt sehr aussagekräftig. Da steht jetzt wesentlich mehr drin und so genauer, was man machen kann. Das Thema strukturierte Daten hat der Thomas auch schon erwähnt. Das ist auch immer wichtiger. Also eine Seite soll bei einem Suchergebnis von Google irgendwie hervorstechen. Oder eine gute Dienstleistung bieten, dem User, der danach sucht. Hier ist das Beispiel WordPress-Kurs, mit dem wir uns herumgeschlagen haben vor kurzem. Da haben wir es geschafft, einige Zeit, dass unser Ergebnis ebenfalls auch so aussieht. Und dazu gibt es eben auch Tools, die einem helfen dabei, das zu gestalten. Und aus meiner Erfahrung her, und das ist jetzt der Hands-on-Tipp, ist, dass dieses Tool sehr oft keine Fehler zeigt für bestimmte Dinge. Wir haben hier zum Beispiel die Testwebsite wordcamp.com /kontakt untersuchen lassen und haben da ein Rich-Snippet eingebaut zum Thema postalische Adresse. Und da gibt es keinen Fehler. So sieht dieses Element hier aus. Wenn man da draufklickt, sieht man auf der linken Seite, also hier, wie es im Quelltext aussieht. Man kann diese Rich Snippets auf mehrere Arten produzieren. Es gibt die Möglichkeit, mit HTML-Metatext zu arbeiten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit dieser JavaScript-artigen Struktur zu arbeiten. Und wir haben da eine Zeit lang herum experimentiert. Ich habe zum Beispiel runterkopiert exakt das Markup von einem anderen Anbieter, der WordPress Trainings anbietet. Habe es in meine Website eingebaut, habe das Datum geändert und den Namen des Kurses geändert, logischerweise und so weiter. Und bei Google kein Erfolg gehabt. Und wir haben dann herausgefunden, letzten Endes, wenn man diese JavaScript-Variante nutzt, also die hier zu sehen ist, und also die Art und Weise einbaut, und die Anleitung dazu findet man unter schema.org, dann zur Google Search Console geht und bei Google sagt, abrufen wie durch Google, dann besucht Google diese Seite sofort, also wirklich innerhalb der nächsten paar Sekunden, und dann sagt, und sofort schicken hin zu Google, dass es auch wirklich indexiert wird, dann kann man sofort testen, ob diese Rich Snippets funktionieren und muss nicht immer erst 3 Tage warten und dann wieder probieren, wieder 3 Tage warten und dann wieder probieren. Also man kann sofort dann Google dazu bringen, die Seite zu analysieren. Und erst mit dieser JSON-Methode, die heißt so, ist es dann gelungen, dass unsere Termine auch im Google-Ergebnis so aufgetaucht sind. Also schlagt euch nicht herum mit komplizierten HTML-Metatext. Die konkrete Umsetzung war, wir verwenden einen Page-Builder, der hat seinen Blog für HTML-Eingaben und nur genau dafür den verwenden, da das ganze Zeug reinpacken. Es steht bei uns auf den ganzen Kursseiten ganz, ganz unten. Es ist nicht notwendig, dass es oben steht, es ist völlig egal. Und es funktioniert sehr gut. Google My Business sollte ein Thema sein für die meisten von euch, nämlich die Kontakt zu Menschen haben, weil sie Kurse eben anbieten oder sonst irgendwas. Ein peinliches Ergebnis zeigt zu dem Thema zum Beispiel dieser Verein hier. Das ist mein Vorzeigebeispiel in diversen Wifi-Kursen auch. Wir haben da die Knowledge Box zum Thema Wifi Wien. Also immer wenn Google annimmt, man sucht nach einer Marke, einem Produktnamen, dann taucht eben diese Knowledge Box hier auf der Seite auf. Und was lesen wir da? Bist du Inhaber dieses Unternehmens? Ja? Das heißt, ich kann sagen, ja, ich bin der Inhaber dieses Unternehmens, ich bin autorisiert, bla bla bla, klicke auf Weiter und komme aber in Wirklichkeit nicht weiter. Ich muss einen Brief in Empfang nehmen können, den dann Google dorthin schickt und muss eine Nummer rauslesen können und wieder eintragen können. Aber im Prinzip beraubt sich das Wifi da der Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Fotos hier auftauchen und was da konkret steht, sondern es ist einfach Google überlassen, was Google herausfindet. Und das ist ein bisschen eine Katastrophe. Früher war da ein Foto eines Fensters im Wifi-Gebäude. Ja? Das hat mit Wifi nichts zu tun. Jetzt hat Google gnädigerweise wenigstens ein Gebäudefoto gezeigt, aber eigentlich sollte das Wifi selbst entscheiden, was da auftaucht. Und das kann man nur, wenn man sich anmeldet bei Google My Business und entsprechend diesen Dienst auch nutzt. Und dann aber auch zum Beispiel das Ganze nutzen kann für Google AdWords Werbung, wenn man dann eine sogenannte Standorterweiterung hinzufügen kann.
Das sehen wir, das sehen wir da bei diesen beiden Werbungen, das ist eine sogenannte Standorterweiterung, sodass die Leute sofort sehen, wo das Ganze stattfindet und auch Google Maps sich das anschauen können. Google Analytics, ein großartiges Thema, das ist es natürlich nicht, aber das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, die schon ein bisschen länger sich mit dem Thema beschäftigen, das war der Webadvisor, das war früher lange Zeit die Analyse für Websites, wurde gnädigerweise abgelöst durch Google Analytics eben in den meisten Fällen, oder PIVIC, wie man es jetzt heißt, einen Namen bekommen. Und Google Analytics kann aber mittlerweile, also kann folgende Fragen auch beantworten, es ist nicht nur, wie viele Menschen waren gestern an meiner Startseite, sondern für bestimmte Zeiträume, die ich völlig frei wählen kann, von wo sind die Leute gekommen, welche Geräte haben sie benutzt, was waren die populärsten Seiten und vor allem, und das ist viel wichtiger, wie verhalten sich bestimmte Segmente. Kennt ihr das? 1.com Quartet? Irgendjemand? Das sind vier Datenreihen mit Zahlen. Ja? Das ist klassische Google Analytics an sich. Ich schaue auf Google Analytics hin und sehe viele Zahlen. Ja? Große Tabelle, viele Zahlen. Super. Okay, was jetzt? Ja, und jetzt könnte man hergehen und sagen, na gut, wir wollen diese Zahlen, diese Datenreihen miteinander vergleichen. Wie verhält sich 1 zu 2 zu 3 zu 4? Man beginnt Mittelwerte auszurechnen. Ja, kommt drauf, der Mittelwert von X ist immer dasselbe. Der Mittelwert von Y ist immer dasselbe. Exakt 7,5. Und ich kann eine lineare Regression durchziehen. Ich kann eine Gerade durchlegen. Durch all diese Datenreihen hat die völlig identische mathematische Formel. Das heißt, alle Zahlenreihen sind offensichtlich identisch zueinander. Dann schaut man sich aber das Ganze in der Grafik an und stellt fest, Zahlenreihe 1 hat dieses Bild, und also x1, und Zahlenreihe 2, x2 hat diese Kurve, die wieder runtergeht. 3 wäre schon eine Linie, hat aber einen kräftigen Ausreißer, und 4 ist überhaupt nur ein einziger x-Wert mit verschiedenen y-Angaben, hat ebenfalls einen Ausreißer. Und damit hat dieser Mathematiker aus Frankreich, glaube ich, oder aus Kanada dokumentiert, dass nur das Anschauen von Zahlen lustig ist und nett ist, aber einen ganz, ganz leicht in die falsche Richtung bringen kann. Warum sage ich das? Weil die Aussage für Google Analytics ist, dass es um Segmente geht, die wir uns anschauen sollten und nicht nur gesamte Besucheranzahlen, gesamte Nutzeranzahlen. Das können wir mit Analytics recht gut machen. Zum Beispiel hier sehen wir, für alle Benutzer gab es durchschnittliche Zeit auf der Seite 1:22. Ja? Normalerweise schaut man sich das an und denkt, okay, ist nett, kann man sicher verbessern, vielleicht kommt man auf 1:35. Wenn man aber dann das Segment anschaut, Zugriff über Mobiltelefone, stellt man fest, ha, die Leute, die über Smartphone auf die Website schauen, schauen sich es aber nur 52 Sekunden an. Und dass diese 1:22 eben zustande kommen über die Zugriffe Tablets und Desktops. Wenn aber die Entwicklung so weitergeht, dass die Leute zunehmend mit dem Smartphone surfen, dann muss ich was tun, um die mobil zugreifenden Menschen besser zu befriedigen. Oder die sehen eh alles, passt eh alles, hängt ein bisschen vom Fall ab. Aber wichtig ist eben, die ganzen Zahlen zu analysieren hinsichtlich der unterschiedlichen Segmente. Nämlich Zugriffe über die Geräte, Zugriffe aus verschiedenen Ländern, Zugriffe aus verschiedenen Quellen. Wie verhalten sich die Leute, die vom Newsletter kommen, versus Leute organische Suche, versus Leute aus Social Media Netzwerken, versus Leute von direkt aufrufenden Menschen. Und dann Schlüsse ziehen und sich an die Verbesserung machen. Das sind klassische Kennzahlen, die Google Analytics liefert. Aber noch einmal, wichtig wäre, die Segmente sich anzusehen. Das liefert halt in dem Ausmaß meines Wissens nach nur Google Analytics, vor allem im Vergleich zum Webadvisor. Wie das neue PIVIC-Ding sich verhält, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich werde das nicht verwenden. Wir können Ereignisse erfassen mit Analytics, das sind irgendwelche Aktionen, die auf der Website passieren, auch das ein Punkt. Man installiert Analytics und denkt, man weiß jetzt alles darüber, was auf der Website passiert. Viele Dinge erfährt man aber nicht. Man erfährt zum Beispiel nicht, wie viele Menschen haben eine E-Mail-Adresse angeklickt, einen Link angeklickt. Aber eigentlich wäre das ein Ziel, das die Website erreichen soll. Wie viele Menschen haben die E-Mail-Adresse angeklickt? Wie überhaupt eine Website grundsätzlich Ziele hat und nicht völlig wertfrei im Internet herumhängt. Das wären so Zielbeispiele, deren Erfassung man auch machen sollte. Wenn man Google Analytics dann mit Azure zusammenlegt, nochmal damit sich das Konto über die beiden Dienste miteinander sprechen können, dann gibt mir das zum Beispiel die Möglichkeit, in AdWords zu den Keywords, die ich dort eingetragen habe, auch zu sehen, wie viele Seitenpositionen hat der Besucher dann nachher angeschaut, wie hoch war die Absprungrate und die Besuchsdauer. Es könnte sonst Folgendes passieren.
hat AdWords-Kosten beim Keyword in der Höhe von 160 Euro über die letzten 30 Tage. Denkt sich, super, geniales Keyword, viele Menschen haben es angeklickt. Ja. Hat mich so 160 Euro gekostet, aber irgendwann einmal kommt der Gewinn dann eh wieder rein. Und dann hängt man Analytics mit AdWords zusammen und stellt fest, für dieses Keyword war die Abschwungrate 100%. Für alle anderen Keywords war die Abschwungrate über 20%. Ja. Das heißt, man hat die falsche Zielgruppe auf die Website geholt für dieses Wort. 160 Euro verbrannt. Das ist eine Information, die man nur bekommt, wenn man Analytics mit AdWords zusammenhängt. Wie kann man Analytics einbauen bei WordPress? Zum Beispiel mit dem Yoast-Plugin, also von Monster Insights. Das ist aber Yoast in Wirklichkeit dahinter. Man auch an den Hacker setzen kann für das Anonymisieren der IP-Adresse, wie Sie DSGVO, steht vor der Tür, der Campus auch. Oder mit einem anderen Tool. Warum ist das jetzt da? Achso, genau. Weil es auch darum geht, wie verhalten sich andere Kampagnen, oder wie verhalten sich die User, die über irgendwelche anderen Kampagnen, also nicht Google AdWords, auf die Website gekommen sind. Und da gibt es ein Tool, das ist dieser Campaign Model Builder, den ich da verlinkt habe, mit dessen Hilfe man so einen Link zusammenbauen kann, wo dann diese komischen UTM-Parameter dahinter stecken, die dann dazu führen, dass man bei Google Analytics eben, man kann so umwandeln in den QR-Code, bei Google Analytics sehr gut sehen kann, wie die Leute sich verhalten haben, die konkret über diesen QR-Code auf die Website gekommen sind, und zwar die konkret auf dem T-Shirt fotografiert haben. Ich habe als Medium das Wort T-Shirt hinterlegt. Also welchen Sinn hat das überhaupt gemacht, die ganze Sache. Auch sehr interessant, wahrscheinlich nicht sehr bekannt allerdings, das sogenannte Google Analytics Measurement Protokoll. Da kann man auch Dinge in Google Analytics hineinschreiben lassen, die mit Websites und so weiter gar nichts zu tun haben. Kassensysteme, Überwachungskameras, wie voll ist der Kühlschrank und so weiter. Das sind lauter Informationen, die ebenfalls an Google Analytics gesendet werden können und dort als Ereignisse oder Seitenaufrufe gezeigt werden können. Sehr simpel zu benutzen, das ist extrem simpel. Man baut eine Url zusammen, die hat genau diese Form. Also da gibt es zwei Beispiele dafür. Wenn man das macht, kann das so aussehen. Also hier habe ich Echtzeit. Also einige von euch sind auf der Website offensichtlich drauf. Und das sind aktuelle Ereignisse. Jetzt glaube ich nichts passiert. Aber wenn ich diesen Link anklicke, dass der Mail ein bisschen ein Problem ist. Steuerung C. Steuerung V. Dann wird hier, das ist extrem schwer zu sehen, ein kleiner Punkt produziert, also als Ergebnis, ein pixel großer Punkt. Und in der Echtzeitanalyse sehen wir dann eben die Ereigniskategorie GMP Events, also Google Measurement Protocol Event, Ereignisaktion WordCamp 2018. Also da ist etwas passiert. Und hat nichts mit dem Besuch einer Website zu tun. Wie kann man das benutzen? Gibt es jede Menge Ideen. Man könnte zum Beispiel nutzen einen Service wie ifkisten.web.com und mit dessen Hilfe diese URL schreiben lassen oder abschicken lassen. Und dann, ihr wisst, wer ifkisten.web.com verwendet, da gibt es Millionen von Möglichkeiten, warum etwas passieren kann. Ja. Zum Beispiel, dass sich jemand für den Newsletter bei Mailchimp angemeldet hat. Mailchimp steht als Quelle, als Triggerquelle bei ifkisten.web.com zur Verfügung. Dass man bei Twitter erwähnt wurde, auch das sehr interessant zu sehen, dann nachher in Google Analytics eine Liste, wie viele Menschen haben meinen Firmennamen auf dem Produkt oder meinen Usernamen von Twitter in einem bestimmten Zeitraum erwähnt. Dass eine Mail-Anfrage eingegangen ist, weil man Gmail zusammenhängen kann mit zum Beispiel diesen Webhooks. Das Wetter meines Standorts, das kann ich auch kurz zeigen, allerdings nur das Wetter ist meines Standorts, ganz konkret. So, das sind meine ifdistant.applets. Und da habe ich vor kurzem, vor einer Woche gebaut, dieses hier. Jeden Tag um 7 in der Früh soll diese Url aufgerufen werden. Und ich schaue es konkret so aus. Zahnrad anklicken. Also, die Triggerquelle ist dieser Datendienst, Weather Underground. Jeden Tag um 7 in der Früh soll diese Web-Url aufgerufen werden, die genau so aussieht.
Und für die Werte EV wird aber konkret die tatsächliche Celsius-Zahl eingetragen. Und für EL, das ist das Label, die konkrete Wetterbedingung, also Wolkig, Sonne, Regen oder sonst irgendwas, der Sturm. Und das wird ebenfalls an diese Google Analytics-Geschichte geschickt. Und das wiederum kann dann sich so zeigen, Verhalten, Ereignisse, oder besser noch, ich habe einen eigenen Bericht dafür gemacht, also benutzerdefinierter Bericht, Temperatur in Wien. Habe es aber vor kurzem erst verändert, weil ich zuerst die Temperatur in das Label reingeschrieben habe und Label ist aber eigentlich irgendein Platz für ein Wort. Und Worte werden von Google nicht in einer Grafik angezeigt, da gibt es kein von bis, ich habe das erst später ausgebessert. Jetzt werden die Temperaturen als Wert übertragen und damit wäre die ganze Geschichte sehr wohl als Grafik zeigbar und beim Label wird eben konkret die Wettersituation übertragen und das Ganze auch noch pro Tag zu segmentieren. Das heißt, diese Information könnte wieder für ein lokales Unternehmen ganz interessant sein, um irgendwann mal festzustellen, bei welchem Wetter machen die Leute was auf meiner Website oder surfen überhaupt auf meiner Website oder rufen das Mailformular auf oder rufen mich an oder schicken ein Kontaktformular ab, ja, um daraus zu lernen. Dieses Google Measurement Protokoll wird auch zum Beispiel von Online-Shops benutzt, um Retoursendungen einzutragen und bei Google Analytics wieder abzuziehen, wenn sie Enhanced E-Commerce nutzen. Wir tragen die ganze Geschichte üblicherweise mit dem sogenannten Google Tag Manager ein in die Website. Das ist ein Dienst von Google, der uns hilft, einfacher mit Analytics zu arbeiten. Normalerweise hat man ja pro Dienst ein eigenes Stück JavaScript-Code, muss das irgendwie in die Website hineinknallen und dann wird die Website auch immer größer und umfangreicher und schwerer administrierbar. Mit dem Google Tag Manager ist es recht simpel. Es gibt einen JavaScript-Code, der muss eingetragen werden in die Website und das war's dann. Und in die Oberfläche des Tag Managers, ist fast wie Lego-Spielen, legt man dann die ganzen anderen Tags rein und konfiguriert sie, also zum Beispiel für Analytics, für AdWords oder Facebook, Pixel oder was auch immer und kann dadurch aber übrigens, apropos DSGVO, ganz leicht ein Opt-out anbieten in der Datenschutzerklärung, um sich auf einen Schlag von sämtlichen Tags, also sämtliches Pixel abzumelden und nicht extra für Analytics und extra fürs Facebook Pixel und extra noch von uns Char, was eh kein Mensch mehr macht. Die Tags werden also grundsätzlich im Tag Manager nur ausgelöst, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, was immer das für ein Ereignis ist, meistens ein gesamter Seitenaufruf für komplettes Google Analytics oder das Anklicken von irgendeiner Sache, eines Bildes, einer Schaltfläche, eines Links. Und Google Analytics erhält dann diese Information, erstellt dann Berichte, Statistiken. Und beim Tag Manager eben können wir diese ganzen Skripte leicht verändern, ohne selbst was in der Website machen zu müssen, brauchen also keine Techniker dazu, sondern haben einfach diesen Google Service. Wie wird der wiederum eingebaut in WordPress? Es gibt ein Plugin von Duracell Tommy, das ist ein Ungar, das programmiert, wird installiert, aktiviert, braucht als Eingabe nur die Nummer des Containers, also des sogenannten Google Tag Manager Containers. Dann sind andere wichtige Plugins bereits vorkonfiguriert, also wenn man Google Contact Form 7 auf der Website verwendet, kann man das aktivieren und würde dann beim Tag Manager auch die Information bekommen, wie viele Menschen bei welchen Formularfeldern abgesprungen sind oder noch was ausgefüllt haben oder überhaupt das erfolgreich abgeschickt haben. Genau, das geht normalerweise nicht. So schaut die Oberfläche aus, ein bisschen altmodisch, aber es ist eigentlich wahnsinnig schwer zu bedienen. Einstellungsmöglichkeiten, die ich drüber gehe, wenn die Zeit ausrennt. Wenn die Mitteilung versandt wurde, gibt es dann auch die Möglichkeit, das als Ereignis eintragen zu lassen, was wiederum für AdWords interessant ist. Also welches Keyword hat dazu geführt, für das ich Geld ausgegeben habe, damit dieser Kontakt zustande gekommen ist. Zur Prüfung diverser Google Analytics Codes und Tag Manager Codes gibt es eine Erweiterung für den Browser Chrome, der heißt Tag Assistant. Den kann man einschalten und sieht dann auch hier, für beliebige Websites, nicht nur für eure eigene, ob das hier korrekt implementiert wurde, sicher auch ein Tool, mit dem Abmahnanwälte in Deutschland arbeiten, um festzustellen, wer trackt was eigentlich und wie oft und wie viel Google Analytics Properties überhaupt meint. Also meine Empfehlung ist, den auch zu verwenden. Auch ein Service, das relativ unbekannt ist, oder nicht auch, aber ein Service, das relativ unbekannt ist, ist dieses Google Data Studio.
Mit dem machen wir zum Beispiel unsere Kundenberichte laufend für den Erfolg von Google AdWords Kampagnen oder auch Analytics. Da steht ebenfalls kostenlos zur Verfügung. Da kann man verschiedene Datenquellen angeben, Daten aus Google-Tabellen, also den Excel von Google, sich anzeigen lassen, aus AdWords, aus Analytics oder sonst was. Und diese Icons, die man hier unten sieht, die stehen dann zur Verfügung. Ich habe ein schnelles Beispiel gebaut für diese Ammer. Die trackt zum Beispiel in Google Sheets hier ihr Gewicht, jeden Tag, schreibt es rein. Und mit dem Data Studio könnte man dann quasi diesen visuellen Bericht produzieren und sich dazu sogar noch eine Trendlinie dazu zeichnen lassen. Unter dem Link und die ganze Präsentation gibt es zum Runterladen von dieser Test-Website, können Sie das euch anschauen. Das sind aber dann Berichte, die man sich konkret machen würde im Google Data Studio, um den Kunden wirklich ein Armaturenbrett zu liefern, das ähnlich Sinn macht, weil Analytics an sich ist lustig, aber es ist ein bisschen zu verstreut, wo welche Informationen liegen. Das wird einmal zusammengebaut, aktualisiert sich laufend selbst und die Geschichte hat sich. Das wäre dann eine Full-Blown-Version, die noch dazu interaktiv ist. Also man kann oben Geräte und Quellen aussuchen und auf einen Schlag sehen, was die erfolgreichsten Dinge waren für diese Webseiten. Google bietet noch digitale Workshops an, die sind ganz lustig. LearnDigital.google.com, wo man Zertifizierungen machen kann, die man dann an die Wand hängen kann. Mehr auch nicht wahrscheinlich. Aber so schlecht sind die nicht. Das sind Online-Kurse, wie zum Beispiel der zum Thema SEO oder grundsätzlich Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Frage 1, welche andere Bezeichnung gibt es für Suchmaschinenmarketing? Was ist die richtige Antwort? Ist das lesbar? Schauen wir. Punkt A, Pay-per-Click-Werbung. Wenn man es gemacht hat, gibt es dann eben, also mehrere Fragen beantwortet hat, gibt es dann ein kleines Zertifikat. Und dann das nächste Thema. Die Fragen sind relativ simpel, also man muss einmal durcharbeiten und hat das dann schnell beantwortet, hat aber wirklich was gelernt, das sind sehr realistische Beispiele. Wer aber das Ganze gescheit machen will und wirklich sich ausbilden lassen möchte zum Google AdWords zertifizierten Überdrüber-Guru, unter der neuen Google Academy, das hat sich jetzt geändert, früher war es Google Partners, jetzt ist es eine eigene Academy, kann man die Prüfungen ablegen zum Thema Analytics, mobile Websites und AdWords gleich 5 Zertifikate, nämlich Suche, Display, Mobil, Shopping und neue Webers, Video-Webers, genau. Weitere interessante Software, das ist glaube ich der vorletzte Slide, das Abkürzungsservice von Google stirbt, ja, gerade rechtzeitig jetzt, das ist ein Kurs, also das ist ein Workshop. Dieser Session habe ich gelernt, dass das mit Ende April eingestellt wird. Neu ist stattdessen das sogenannte Firebase Dynamic Links, das kann man aber ziemlich vergessen, wenn man kein Entwickler ist. Dieses Firebase Dynamic Links dient dazu, dass man den Leuten eine URL geben kann und wenn die draufklicken, wird entweder, je nachdem, am Mobilgerät eine App geöffnet, die dem Unternehmen gehört oder eine bestimmte Subseite angesprochen wird und wenn es diese App nicht gibt, gibt man auch eine Subseite der Webseite. Das einzubauen ist also nicht so leicht. Optimizer, da kann man Tests machen, wie verhält sich der Besuch auf der Website, wenn er die Startseite sieht in der Version A oder in der Version B oder C. Und das herauszufinden. Es gibt einen Service, mit dem man Formulare bauen kann und dann selbst die Ergebnisse sieht an dieser Anfrage. Und das Webdesigner-Tool ist eine Software zum Runterladen, da kann man animierte HTML5-Banner machen, wenn man das braucht, ohne große Programmierkenntnisse. Schluss, Slide. Unter dieser Google-Abkürzung könnt ihr die Präsentation runterladen. Sie führt euch zu der Demo-Website und die Fotos stammen von Bruce Marsden, die wir auch erwähnt haben, von Texas.com. Keine Frage, geht, oder? Danke. Ganz kurz.